Position Nummer 1, Alex. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht's heute um die Bestrafung mit dem Niki. Ihr habt das Workout Battle ja gesehen und heute findet die Bestrafung statt. Wir haben jetzt Donnerstagabend, wir gehen jetzt runter ins Top Fit und dann geht's ab. Niki darf dann ein paar Geräte putzen und ja, das ist dann die Bestrafung. Am Ende des Videos gibt's noch ein kleines Announcement, aber bis dahin erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Ihr habt ja abgestimmt unten in den Kommentaren. Es war ein bisschen knapp, ein paar haben gesagt, eigentlich müssten wir es beide machen, aber letzten Endes bin ich es dann nicht geworden, sondern der Niki. Ja, ein paar kleine Ausschnitte in der Zeit, wo wir jetzt runtergehen, kriegt ihr jetzt mal aus dem Workout Battle, damit ihr seht, warum der Niki das machen muss. Noch zwei machen. Ja, wir wählen gerade aus, was für Geräte er putzen muss. Wir haben mal den Trainer hier gefragt, was gerade für Geräte am dreckigsten sind. Komplett alles. Einmal hier, kurz hier, das hier, das. Einmalig hier. Ja. Finde ich gut. Geil, so. Probieren wir vorher aus. Niki denkt, er kann sich drücken. Bro, let's go! Let's go! Du kannst dich auf jeden Fall nicht drücken. Nein, mach ich nicht. Steh zu meinem Board. Und dann mit dem Papier dann alles trocken polieren, ne? Trocken polieren. Polieren, bitte. Wie im Hotel. Also ist wichtig, dass du das polierst. Ja, ich weiß, sonst sieht das nicht gut aus. Hier, warte. Noch polieren, also 1A sein. Oh, das ist super, super. So, Leute, let's go. Heute zeigen wir euch ein Tutorial, wie man ordentlich ein Bett putzt. Was geht ab? Was geht ab, Alter Price? Stell mal deinen Rap-Channel vor. Wir haben ja bald vielleicht einen Auftritt bei ihm im Video. Genau, so sieht's aus. Ja, Chris auf YouTube abchecken, Leute. Oder Instagram, Chris_official. Ja, Mann. Ja, der Niki hat bei einem Workout-Battle verloren gegen mich. Und das ist jetzt sozusagen die Bestrafung. Also er muss jetzt schön die Geräte blitzeblank machen. Geiler Scheiß, Alter. Ja, eigentlich wäre noch geiler gewesen, wäre so 18 Uhr Primetime gewesen. Ja, okay. So. Niki, wofür ist das? Für die Kette. Und Küche auch da drin, ne? Ja, ist schon sehr dreckig hier alles, deshalb. Ja, Leute. Nächste Bestrafung haben wir uns schon was Schönes ausgedacht. Ich habe mit dem Daniel hier zusammen dem Trainer was ausgedacht. Das wird auf jeden Fall richtig witzig. Niki, sollen wir irgendwie nominieren? Ja, fänd ich geil. So drei Leute nominieren. Okay, Person Nummer 1, Alex. Wen noch? Der Bonn hat immer auch eine große Klappe, ne? Nehmen wir noch den Bonn. So, wir sollen wir zu dritt machen? Ja. Ah, das ist richtig nice, zu dritt. Ja gut, nächste Runde nominieren wir jetzt einfach mal offiziell Daniel Bonn und Alex Bogtev. Markiere ich mal hier und hier die Instagram-Accounts, dann könnt ihr die richtig voll spammen und dann müssen die durchziehen, weil sonst ist es ja peinlich. Perfekt, Niki bewertet das nächste Mal und Daniel ist die Bestrafung. Und die Bestrafung ist, dass er eine Stunde lang müssen die beiden alles machen im Gym, oder der Verlierer muss alles machen im Gym, was er sagt. Das heißt wirklich hier Bimbo spielen, alles was anfällt, muss erledigt werden, damit das Topfit hier auch schön gepflegt bleibt. Niki, du hast auch noch einen zweiten, ne? Kannst dich ein bisschen beeilen, wir wollen noch trainieren heute. Ja. Ja, zieh mal ein bisschen durch, Alter. Kann ja nicht sein. So, das machst du so. Ein bisschen polieren. Guck mal, machst du so? Guck mal da, hier. Das ist alles. Alter, das ist das, der richtig durch. Wir machen richtig Challenge und so. Glaub mir, du wirst auch noch sehen. Wir machen richtig Challenge. Ich werde auch noch sehen, sagt er. Aber ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Ja. Ja, wir fragen einfach mal den Trainer. Trainer, ist es in Ordnung oder hat er was vergessen? Er muss noch die Dings ölen. Die Kette ölen. Guck mal, wie viel hier. Das ist einfach staubig. So ein Zwischenräumer hat er vergessen, ne?
Niki, hast du die Zwischenräume noch? Hier, da. Wie soll ich denn da reinkommen? Mit dem kleinen Finger. Ich finde, er hat seine Pflicht getan. Ich auf jeden Fall hier den Trainern das Leben ein bisschen erleichtert. Putzleute haben heute Abend auch weniger zu tun. Ja, ich freue mich aufs nächste Video. Diesmal dann mit Alex und Daniel hoffentlich. Und dann geht's los mit dem nächsten Workout. Diesmal werden wir es so gestalten, dass man es nicht schaffen kann. So, dass der, der als erstes aufgibt, ja, der hat dann halt verloren. Gut. Ja, wir werden jetzt trainieren gehen. Schnell eine Runde Brust noch trainieren. Ne, was trainierst du? Ich trainiere Rücken. Er trainiert Rücken. Auch ein schöner Rücken kann zücken. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Workout-Battle. Bis dahin. Ciao. Schau dich auch da drin, ne? Ja, ist schon sehr... Ja, du hast Glück, es gibt auf jeden Fall Gyms, die viel trainieren. Aber wir brauchen halt mehr Leute wie die Niki eigentlich, ne? Die das hier mal hin und wieder putzen. Nicht trainieren, die kommen doch zu. Die nicht trainieren, Mitgliedschaft zahlen und die Geräte putzen.